Herzlich willkommen an Mitch Glück. Schön, dass du heute beim Hockup Show Fan Talk dabei bist. Servus, Mann. Gibst du mir recht, Mitch? Am Ende ist es dann auch irgendwie egal, wie man so ein Ding dann rüberbringt. Es war nicht ganz so ein großes Spektakel heute, aber die drei Punkte bleiben in München und ich glaube, das ist in der momentanen Situation einfach das Wichtigste. Ja, ich denke auch, aber ich muss sagen, erste Halbzeit haben wir trotzdem, finde ich, schon noch relativ gut gespielt, sehr viel spielerisch immer gelöst und versucht halt rauszuspielen. Und zweite Halbzeit ist halt dann ein Arbeitssieg geworden, aber wie es der Tscheche schon sagt, in der jetzigen Situation müssen wir sowas mitnehmen. Und die drei Punkte sind ja trotzdem gleich. Hätten ein, zwei Mal vielleicht sogar einen Deckel drauf machen können. Es waren ein, zwei Situationen mit Morris, mit Lucky oder so, wo man dann vielleicht noch den Lucky Punch setzen könnte. In den letzten Spielen ist es uns gelungen, heute nicht, weil das Glück gefehlt hat, oder? Ja, ich denke schon ein bisschen das Glück, aber im Endeffekt, wenn es dann zu Null spielst, das ist auch für den David dann, wenn er durch das alles wieder mal gespielt hat, auch für ihn schön, dass er zu Null spielen kann. Und wenn es zu Null spielst, dann gewinnst du 1-0. Das passt dann schon. Das passt dann schon, das ist richtig, wenn du das sagst. Ja, Mitch Glück, unsere Allzweckwaffe in dieser Saison, egal ob jetzt Innenverteidigung oder Außenverteidigung, heute eben wieder auch auf der rechten Außenbahn eingewechselt worden. Ja, Wahnsinn. Was hat der Trainer zu dir gesagt? Mach dein Ding. Oder was sagt er, bevor der dich ausschickt? Ja, er gibt mir natürlich nochmal letzte Motivation, aber das ist bei einem Heimspiel eigentlich nicht einmal unbedingt nötig. So, du bist so oder so motiviert, aber. Ja, du gibst natürlich immer dein Bestes, gerade wenn du führst, möchtest natürlich alles dazu beitragen, dass wir das Spiel dann erzielen. Und zum Glück ist uns heute noch gelungen zu Null. Du musst schon noch mal ein bisschen nachbohren, bist ja einer unserer jungen Juwelen, sag ich mal, hast einen riesen Schritt gemacht von der letzten Saison jetzt zu dieser Saison. Eigentlich immer mit dabei, ich habe es gerade gesagt, egal ob jetzt Innenverteidigung oder Außenverteidigung, wie breit ist die Brust bei dir persönlich im Moment? Ja, ich habe auf jeden Fall momentan ein gesundes Selbstvertrauen und gebe immer alles und schaue einfach, dass ich im Kopf klar bleibe und dass ich meine Leistung auf den Platz kriege. Und ja, das gelingt mir momentan relativ gut, ja. Den Applaus gibt es zu Recht, weil ja, ist für junge Spieler natürlich schon auch immer ein Pfund hier, glaube ich, in München jetzt zu spielen. Wie gesagt, du löst es im Moment einfach überragend gut, sind alle sehr, sehr stolz, dass wir dich hier beim Löwen spielen sehen, deswegen macht es großen Spaß und ja, zu Recht Applaus auch für dich, für deine tollen Leistungen in den letzten Monaten, lieber Mensch. Wir wollen nach vorne schauen, es wird uns ja jetzt weiterhin nichts geschenkt, wir haben kurz philosophiert, wie viele Punkte braucht man, um den Nichtabstieg sicher einzutüten? Boah, ich denke, das ist schwierig vorherzusagen, aber ich denke mal so 45 Punkte oder sowas, aber da rechnen wir gar nicht rum, so wir versuchen einfach möglichst viele Punkte zu holen und möglichst weit nach vorne zu schauen und dann ist egal, wie die anderen spielen, Hauptsache wir gewinnen unsere Spiele. 15 Punkte jetzt in diesem Jahr ist natürlich eine Wahnsinnsbilanz. Jetzt wirklich mal Hand aufs Herz, hättet ihr selber damit gerechnet nach der Winterpause, dass ihr so rauskommt, das ist schon erstaunlich. Ja, ich muss auch sagen, aber man muss eigentlich ein bisschen im Hinterkopf haben, wie viel Pech wir eigentlich auch davor gehabt haben, wie viel Spielpech auch. Und ich finde, das hat sich jetzt mit dem neuen Jahr, mit dem neuen Trainer ein bisschen gedreht. Und deswegen finde ich schon, dass man es ein bisschen absehen kann, weil irgendwann ist das Pech ja aufgebracht, sage ich mal. Und ja, jetzt haben wir teilweise Glück, aber das ist schon viel harte Arbeit, viel, was der Trainer uns mitgibt, geht auf und momentan funktioniert es halt erfolgreich. Ja, ich mag jetzt keine Flosteln raushauen, aber wenn der Mitch mit dem Nachnamen Glück bei uns spielt, dann muss ja endlich klappen. Genau, ihr müsst jetzt nach Verl, schwere Auswärtsaufgabe, vor allen Dingen weite Reise und dann steht zu Hause Ulm an. Ja, dein Ziel für die nächsten zwei Spiele, ich meine, also 6 Punkte war jetzt, glaube ich, ein bisschen arg vermessen, deswegen, wir wollen schon auf dem Boden bleiben, aber dein Ziel für die nächsten zwei Spiele, nicht verlieren? Ja, natürlich wollen wir weiterhin ungeschlagen bleiben, weiterhin möglichst viele Punkte holen und schauen, was geht, gerade gegen Ulm. Ich denke, dass wir da alle das Hinspiel noch im Kopf haben, dass wir da noch Rechnung offen haben und ja, einfach möglichst viele Punkte holen und eine gute Leistung zahlen. So machen wir es. Die Ulmer, mit denen haben wir noch Rechnung offen bei unserem nächsten Heimspiel. Aber heute jetzt erstmal ein schöner Moment auch für uns. Auch heute wieder zu Null, auch heute nicht verloren, sogar wieder gewonnen. So macht es natürlich großen Spaß mit euch hier in der 60er Alm. Es ist der Hockup Show Fan Talk. Es macht zurzeit großen Spaß mit euch und mit den Löwen.
Und wir sagen natürlich, auf die Löwen, auf die Löwen, auf die Löwen. Auf die Löwen.